Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Daniela und das ist das Mastery-Video zum heutigen Thema Verbindung der vergrundreichen Arten in den natürlichen Zahlen und der Klapustri-Regel. In den Videos bis jetzt haben wir alles gelernt, was notwendig ist, um knifflig ausschauende Rechenaufgaben mit vielen verschiedenen Rechenzeichen lösen zu können. Jetzt bist du an der Reihe. Prüfe dich selbst, ob du die Klapustri-Regel verstanden hast. Hier ist deine Aufgabe. Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift, drücke auf Pause und versuche, diese Rechenaufgabe selbst zu lösen. Erst wenn du ein Ergebnis hast, drücke wieder auf Play und vergleiche mit mir. Drücke jetzt also auf Pause. So, willkommen zurück. Damit du deine Lösung jetzt mit mir vergleichen kannst, rechne ich dir die Aufgabe Schritt für Schritt vor. Nach der Klapustri-Regel müssen wir zuerst wieder die Klammerausdrücke berechnen. Hier haben wir zwei Klammerausdrücke, die wir gleichzeitig berechnen können. Innerhalb der Klammer müssen wir wieder mit den Punktrechnungen starten. Also rechnen wir 300 dividiert durch 10 ist 30 und 4 mal 4 ist 16. Den Rest der ersten Zeile schreiben wir einfach wieder ab. Jetzt haben wir in jeder Klammer noch eine Strichrechnung zu berechnen. Also rechnen wir 30 minus 27 ist 3 und 16 plus 4 ist 20. Die restliche Zeile schreiben wir wieder ab. Da in unserer Klammer wieder jeweils nur eine Zahl und keine Rechenzeichen mehr entstehen, können wir die Klammern einfach weglassen und schreiben also gleich 3 mal 3 plus 20 dividiert durch 5 ist gleich. Der zweite Schritt der Klapustri-Regel besagt, dass wir jetzt nach den Klammern die Punktrechnungen berechnen sollen. Also rechnen wir 3 mal 3 ist 9 und 20 dividiert durch 5 ist 4. Jetzt haben wir also nur noch eine Strichrechnung. 9 plus 4 ist 13. Das Ergebnis ist also 13. Hast du auch 13 herausbekommen? Wenn ja, bist du jetzt schon fast ein richtiger Klapustri-Profi. Gratuliere! Wenn du nicht 13 herausbekommen hast, schau dir am besten noch einmal die vorigen Videos an, um die Regel noch einmal zu wiederholen. Eine letzte Aufgabe habe ich noch für dich. Wenn du es schaffst, diese Aufgabe alleine zu lösen, bist du aber wirklich ein Klapustri-Profi und ich kann mir sicher sein, dass du damit nie wieder Probleme haben wirst. Hier ist deine Aufgabe. Bevor ich dich mit dieser Aufgabe alleine lasse, möchte ich dir einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Hier kommen drei verschiedene Arten von Klammern vor. Eine geschwungene Klammer, eine eckige Klammer und eine runde Klammer. Bearbeite zuerst immer die innerste Klammer und arbeite dich dann Schritt für Schritt nach außen vor. Berechne also zuerst die runde Klammer, dann die Klammer, die danach am zweitinnersten steht, also die eckige Klammer, und erst danach die geschwungene Klammer außen. So, jetzt bist du dran. Drücke wieder auf Pause und versuche die Aufgabe selbst zu lösen. Wenn du fertig bist, drücke auf Play, um mit mir zu vergleichen. Drücke jetzt auf Pause. So, willkommen zurück. Ich gehe diese wirklich knifflige Aufgabe mit dir Schritt für Schritt durch. Ich habe dir schon einen Tipp gegeben, dass man mit der innersten Klammer, also hier der runden Klammer, anfangen muss. In unserer innersten Klammer stehen hier wieder eine Strichrechnung und eine Punktrechnung. Nach der Klapustri-Regel müssen wir hier also wieder die Punktrechnung zuerst berechnen. Also 8 mal 50 ist 400. Den Rest der ersten Zeile schreiben wir wieder ab. Jetzt haben wir noch eine Subtraktion in unserer innersten runden Klammer stehen. Also rechnen wir 700 minus 400 ist 300. Den Rest der Zeile schreiben wir wieder ab.
Da in unserer runden Klammer jetzt nur noch eine Zahl stehen würde und keine Rechenzeichen mehr, können wir sie einfach weglassen. Im nächsten Schritt berechnen wir wieder die innerste Klammer, die noch dasteht, also die eckige Klammer. Wir rechnen also 300 minus 100 ist 200 und schreiben die restliche Zeile wieder von oben ab. Auch hier würde jetzt nur noch eine Zahl in der eckigen Klammer stehen und keine Rechenzeichen mehr, also können wir die eckige Klammer wieder einfach weglassen. Als nächstes müssen wir noch unsere letzte Klammer berechnen. Also rechnen wir 2 mal 200 ist 400 und schreiben die restliche Zeile wieder ab. Auch hier können wir die geschwungene Klammer wieder weglassen, da nur noch eine Zahl drinnen stehen würde und keine Rechenzeichen mehr. Jetzt haben wir also nur noch 20 plus 400 minus 60 dividiert durch 5. Nach der Klapustri-Regel müssen wir jetzt, nachdem wir keine Klammern mehr haben, die Punktrechnungen berechnen. Also rechnen wir 60 dividiert durch 5 ist 12 und schreiben die restliche Zeile wieder ab. Jetzt haben wir nur noch zwei Strichrechnungen. Starten wir also mit 20 plus 400 ist 420 und schreiben die restliche Zeile wieder ab. Jetzt bleibt uns nur noch 420 minus 12 ist 408 und unser Ergebnis ist also 408. Hast du auch 408 herausbekommen? Wenn ja, bist du jetzt ein wirklicher Klapustri-Profi. Gratuliere! Wenn nein, hast du wahrscheinlich in einem der Schritte einen kleinen Fehler eingebaut. Hast du herausgefunden, wo? Dann hast du schon sehr viel gewonnen und schaffst es beim nächsten Mal sicher gleich richtig. Wenn du deinen Fehler noch nicht gefunden hast, schau dir am besten die Videos davor noch einmal an. Dann klappt es bestimmt ganz bald. Das war's auch schon. Es freut mich sehr, dass ich dich durch dieses Thema begleiten durfte und hoffe, ich konnte dir helfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.